Was machst du hier? Nicholas war seit fast einem Monat nicht mehr in der Schule. Ich wollte dich fragen, wie es dir geht. Ist etwas passiert? Ist dir klar, dass die erwägen, dich von der Schule zu werfen? Kann ich bei dir wohnen? Du hast gesagt, du fühlst dich Gleichaltrigen nicht nahe? Dein anderer Sohn braucht dich auch. Und du arbeitest immer. Hat er über die Scheidung gesprochen? Ich habe versucht, für dich da zu sein, dir Stärke zu vermitteln. Was ist los? Nimmst du Drogen? Glaubst du, du kannst einfach immer nur tun, wonach dir ist? Ich weiß nicht, was gerade mit mir passiert. Ich fühle mich wie eine komplette Versagerin. Ich war nicht für ihn da. Wir waren so glücklich in unserer kleinen Familie. Du hältst selbstgerecht Vorträge über das Leben und dann lässt du uns einfach so fallen. Ich hab das Recht, mir ein neues Leben zu gestalten. Hallo, Sohn. Du willst mir sagen, was für ein toller Vater du bist? Was willst du? Applaus? Er ist mein kleiner Junge. Ich kann ihn nicht aufgeben.